Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Heute zeige ich euch insgesamt 15 verschiedene Bettdesigns und ich würde sagen, wir fangen direkt mit Design Nummer 1 an. Und zwar haben wir hier vorne so eine Art Hochbett. Hier hat man so eine Leiter, wo man hochklettern kann und dann ist hier das Bett. Und darunter sind dann halt so ein paar Sachen, die man vielleicht noch gebrauchen kann. Zum Beispiel hier so ein Buchtisch quasi und auch noch eine Laterne natürlich und ein Crafting Table. Und das soll halt zeigen, dass man halt zum Beispiel unter Hochbetten den Platz auch noch sinnvoll nutzen kann tatsächlich, wie hier eben zum Beispiel. Wir haben hier drumherum noch einen Rahmen aus verschiedenen Falltüren und aus den normalen Türen eben aus Fichte. Hier vorne auch nochmal Falltüren aus Fichte. Und das Ganze sieht dann eben so aus wie so ein Rahmen, der das Ganze irgendwie zusammenhält. Dann hat man in der Mitte, wie gesagt, die Leiter mit dem Bett und darunter eben noch so ein paar Sachen, die man irgendwie benutzen könnte. Hier haben wir nochmal ein Design, wo das Bett so quasi in den anderen Möbeln mit drin ist. Und zwar haben wir so ein Bücherregal, wo hier ein paar Bücher drin stehen. Hier sind auch ein paar Bücherregale, wo halt quasi keine Bücher drin sind. Das sind dann die Loom-Blöcke hier. Und das sieht eben so aus, als würde da ja so ein leeres Regal einfach sein. Und hier in der Mitte haben wir dann so zwei Blöcke breit quasi weggelassen und da ist dann ein Bett, wo man dann hier so durch die Banner durchgehen kann. Die Banner sind hier so quasi Vorhänge, die so ein bisschen Sichtschutz noch geben. Hier haben wir dann noch ein Bild an der Wand und dann haben wir hier vorne noch so ein paar Schilder, die dann dafür sorgen, so quasi, dass es aussieht, als wäre das so irgendwie in die Wand eingelassen oder in die Regale eingelassen, das Bett. Obendrauf haben wir dann noch ein paar Falltüren, einfach damit es ein bisschen besser von oben aussieht. Hier dann noch ein bisschen Dekoration und ein kleiner Tisch. Nicht unbedingt wichtig, aber wie gesagt, hier nochmal die Idee, wie gesagt, dass man eben auch die Betten irgendwie in Möbel mit einbauen kann, quasi. Sieht auch ganz cool aus, hat was. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Jetzt haben wir hier so ein Hochbett wieder, zwar ein Doppelhochbett. Hier haben wir diesmal zwar keine Leiter, die man hochklettern kann, quasi, aber ich denke, so für, ja, Gefängnisse zum Beispiel habe ich mir überlegt oder irgendwie Bunker oder sowas ist das natürlich ein ziemlich cooles Design, wo man da eben relativ platzsparend ziemlich vielen Leuten eben einen Schlafplatz quasi bieten kann. Und das Ganze haben wir auch nochmal so als einer Bettvariante quasi. Also hier haben wir ja wie gesagt Doppelbetten und hier haben wir dann jeweils nur ein Bett. Und das könnte man vielleicht zum Beispiel auch in ein Kinderzimmer tun. Oder wenn ihr nur ein Bett haben wollt, könnt ihr das zum Beispiel oben hin machen und dann unten, wie bei dem Design, was wir als erstes hatten, irgendwie irgendwelche Sachen hin tun, die ihr benutzt, irgendwie Öfen oder Crafting Table oder sowas. Und wo wir eben gerade bei Kinderbetten waren, hier haben wir natürlich noch ein richtig cooles Design. Und zwar soll das hier so ein Kinderbett sein quasi, wo man in so einem Rennwagen drinnen schläft quasi. Wir haben hier die Reifen, das ist Black Concrete. Und dann haben wir hier drumherum aus Quarz eben so die Karosserie quasi gebaut, die dann eben so an so einen Rennwagen irgendwie erinnert. Dann auf den Reifen hier oben drauf haben wir dann nochmal Eisendruckplatten, weil das würde irgendwie, ohne würde das ein bisschen komisch aussehen, finde ich. Dementsprechend einfach nochmal weiße Druckplatten oben drauf. Und dann hier noch so Steinknöpfe. Und hinten haben wir dann so ein bisschen weiter Karosserie, so ein bisschen höher. Und dann natürlich noch hier ein Wolleblock, der dann irgendwie so noch als Kissen quasi dient. Und in der Mitte dann eben das Bett, in dem man auch tatsächlich schlafen kann. Ist auch ein ziemlich cooles Design, wenn man irgendwie ein Kinderzimmer baut oder sowas. Ja, fand ich auch ziemlich cool. Das nächste ist dann hier so eine Art, ja, so ein Himmelbett irgendwie. Und zwar haben wir hier draußen um das Bett, also wir haben in der Mitte erstmal ein Doppelbett. Und drumherum haben wir dann so eine Holzkonstruktion quasi. Mit hier Treppen und umgedrehten Treppen und hier oben sind dann noch Falltüren. Und auf der Seite sind dann hier zwei Zauntore, auch nochmal mit Falltüren und oben dann nochmal Halbsteine. Hier haben wir dann auch Halbsteine. Und hinten ist das Ganze so ein bisschen höher, wieder mit vollen Steinen diesmal und auch wieder mit den Falltüren. Ich zeige euch mal drumherum, wie das aussieht, damit ihr das dann auch nachbauen könnt, wenn ihr möchtet. Finde ich auch ein ziemlich cooles Design. Auch nicht zu groß. Wir kommen nachher noch zu so ein paar ziemlich großen Designs. Und sowas passt auf jeden Fall, denke ich, in jedes Haus. Man kann hier sogar perfekt reinlaufen und dann halt auch tatsächlich darin schlafen. Das ist ziemlich cool. So ein ähnliches Design haben wir dann nochmal hier, so vom Stil her. Allerdings haben wir das hier alles ein bisschen kleiner und wir benutzen hier eben nicht diese fetten ganzen Blöcke quasi, sondern hier eben Falltüren, normale Türen und Schilder. Aber im Prinzip ist das so das gleiche Design quasi. Wir haben hier dann wieder so die Umrandung, quasi den Rahmen. Dann haben wir das Fußende so ein bisschen erhöht quasi mit den Falltüren. Und hinten ist die, ja, weiß nicht, die Kopflehne quasi. Ist dann hier auch nochmal ein bisschen höher. Hat man ja auch oft bei Betten und das ist diesmal hier dann aus den normalen Fichtentüren quasi gebaut, mit Fichtenschildern davor, damit es noch ein bisschen besser aussieht. Und ich finde es auch ziemlich cool, dann hat man so das Bettgestell außen drum quasi und dann in der Mitte tatsächlich die Betten. Und ich finde, es sieht auch relativ gut aus, weil es halt nicht so groß ist, weil in Minecraft tendiert man irgendwie immer dazu, sowas hier zu bauen. Und das ist ja dann doch, weiß nicht, irgendwie so, wenn man so an die Betten aus dem richtigen Leben denkt, ist das ein bisschen sehr groß. Und dann macht sowas hier schon ein bisschen mehr Sinn irgendwie. Finde ich auch ziemlich cool und ist eben relativ einfach auch tatsächlich nachzubauen. Ich glaube, ich habe euch das jetzt von überall mal gezeigt, dann könnt ihr das auch, wenn ihr möchtet, nachbauen. Dann gehen wir hier zum nächsten. So haben wir so eine Art Himmelbett, wo jetzt hier so Vorhänge drumherum sind. Das ist nämlich auch eine ziemlich coole Idee. Das hatte ich ja schon bei dem zweiten Design, glaube ich. Genau. Und dann nimmt man halt die Banner einfach so als Vorhänge quasi, die man dann so in den Weg macht. Und in der Mitte haben wir wieder das Doppelbett. Hier ist es diesmal so, dass wir quasi aus Zäunen und Zauntoren so einen Rahmen drumherum bauen.
Und an den Zaun, also die hier sind übrigens offen, weil sonst kann man hier nicht reinlaufen, so. Aber das sieht man ja von außen sowieso nicht. Und dann haben wir quasi an diese Zauntore und an die Zäune die Banner gehangen. Man könnte dann natürlich auch dieselbe Farbe nehmen oder andere Farben, aber ich habe jetzt hier mal schwarz und rot genommen einfach. Und oben drauf haben wir dann ein ganz normales Dach einfach, was so in die Mitte oder was so zur Mitte hin quasi höher geht. Wir haben ja auf den Pfosten quasi immer die Falltüren und dann dazwischen haben wir ganze Halbsteine und dann hier oben nochmal Halbsteine. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Und hier an der Rückseite ist es zwar theoretisch offen, aber hier wäre dann jetzt wahrscheinlich dann so die Wand irgendwie von eurem Schlafzimmer oder sowas. Und dementsprechend, man könnte natürlich hier vorne dann auch noch so Banner ranhängen, dass es so einmal drumherum ist. Wird auch ganz gut aussehen, denke ich, aber ich hätte jetzt so gedacht, dass dahinter halt einfach eine Wand ist und dementsprechend ist da nichts. So, das nächste Design ist jetzt allerdings etwas anderes und zwar haben wir hier ein Bett, was quasi kein richtiges Bett ist. Also wir benutzen jetzt in den nächsten Designs erstmal keine normalen Minecraft-Betten, sondern das hier ist jetzt quasi, also es erfüllt quasi keinen Zweck, das Bett hier, weil man ja nicht wirklich drin schlafen kann, aber es geht jetzt hier einfach nur so ums Aussehen quasi. So haben wir hier wieder so ein großes Bett mit allem drum und dran, mit allen möglichen Verzierungen und so weiter. Für das Bett hier haben wir genommen rote Wolle mit ein paar roten Teppichen oben drauf, einfach damit wir so ein bisschen so die Bettdecke, die ja nicht perfekt gerade ist, quasi hinbekommen. Also so ein bisschen Höhenunterschied quasi noch. Und das gleiche dann auch beim Kopfkissen, da haben wir Schnee für genommen oder habe ich Schnee für genommen und den halt auch ein bisschen unterschiedlich groß gemacht, damit das einfach so ein bisschen abwechslungsreicher aussieht und halt nicht genau gerade ist. Das wäre ein bisschen komisch. Und dann haben wir drumherum einfach so ein bisschen mit Fichte, mit allem möglichen Fichtenholz quasi gebaut. Ich zeige euch das mal. Hier haben wir zum Beispiel so eine umgedrehte Treppe, dann eine gerade Treppe und einen Halbstein. Und hier hinten haben wir dann wieder etwas höher. Habe ich irgendwie immer so das Gefühl, dass es bei den meisten Betten so ist, dass man das Kopfstück halt so ein bisschen erhöht macht quasi. Und dann haben wir hier wieder oben so ein Dach drauf mit so einer Art Bogen hier oben. Hier dann auch. Und dann hier oben ganz einfach so ein Dach mit Falltüren und von unten dann auch noch ein bisschen in den Ecken mit ganzen Halbstein quasi. Und das sieht eigentlich auch ziemlich cool aus und könnt ihr auch gerne nachbauen. Nur ich persönlich finde solche Betten immer ein bisschen blöd, weil ich spiele ja vor allem Survival und dementsprechend möchte ich auch in meinem Bett schlafen können. Aber wenn man jetzt irgendwie was mit Creative baut oder sowas oder in den 15., ich weiß nicht, in das 15. Schlafzimmer seines Hauses dann kein normales Bett mehr bauen möchte, ist das, denke ich, eine gute Alternative. Und wenn man mal modernere Betten haben möchte, da habe ich auch noch ein paar Designs für. Und so haben wir hier wieder so ein Design, wo drin man tatsächlich nicht richtig schlafen kann. Und hier haben wir quasi einen sehr modernen und simplen und minimalistischen Rahmen quasi aus Quarz, der hier drumherum eigentlich nur Halbstein ist. Und dann am Kopfende insgesamt drei Halbsteine übereinander. Dann haben wir hier den Clay, oder das ist gar kein Clay, das ist Concrete. Hellen und dunkelgrauen Concrete quasi. Und dann noch hell und dunkelgraue Teppiche oben drauf. Das finde ich auch eine ziemlich coole Idee. Die haben wir nämlich hier auch nochmal. Und zwar benutzen wir hier die Teppiche quasi als Bettdecke. Das bedeutet, hier ist es jetzt so, dass wir den Quarz erstmal fliegend haben quasi. Und das ist jetzt quasi so die Matratze, die hier rumfliegt. Und dann einfach oben auf der Matratze drauf ist dann noch so eine dünne Decke. Und das sieht man halt auch von der Seite, dass es halt wirklich aussieht wie so eine Decke, die da einfach nur draufgelegt ist. Finde ich auch ziemlich cool. Und dann ist hier natürlich wieder das Kopfteil ein bisschen höher. Ich zeige das mal wieder von allen Seiten. Ist auch ziemlich cool. Und was wir denn hier noch haben, sind nochmal zwei Betten, die relativ ähnlich sind. Und zwar haben wir hier einfach Wolleblöcke mit Schnee hinten. Und der Schnee ist natürlich wieder ein bisschen höher, damit man so diese Illusion von einem Bettkissen quasi bekommt, was halt natürlich auch so ein bisschen höher ist als die Matratze quasi. Und drumherum haben wir denn hier in diesem Fall mal Falltüren. Sieht eigentlich ganz cool aus. Und was man auch machen könnte, ist drumherum einfach Schilder machen. Und bei den Schildern ist halt das Problem, dass man dann unten noch so ein bisschen Blöcke sieht und dann, weiß nicht, sieht das irgendwie ein bisschen komisch aus, dass man hier unten halt noch was sieht. Das ist halt bei den Trapdoors nicht so. Finde ich aber auch ein Design, was man auf jeden Fall bauen könnte. Und dann haben wir hier neben nochmal ein Design, was ein ziemlich einfaches Bett wieder ist. Und hier haben wir wieder diesen Effekt, dass wir hier so eine dünne Decke haben, so eine dünne rote Decke quasi. Und dann sieht man unten so die Matratze quasi durch. Und dann haben wir hier nochmal das Kissen wieder aus Sand, nicht wieder aus Sand, sondern wieder aus Schnee. Und drumherum haben wir dann hier wieder so einen Rahmen aus Holz. Hier so ein kleines, ja, Podest, wo man dann hochlaufen kann quasi. Und hinten ist es natürlich wieder ein bisschen erhöht. Und da könnte man die Blöcke hier theoretisch auch noch austauschen so. Und da könnte man dahinter, wie gesagt, eine Wand bauen oder sowas. Und hier auch wieder ziemlich cool sind die Falltüren, die halt das Ganze tatsächlich noch ein bisschen abrunden. Also wenn ihr euch das so mal vielleicht anschaut, sieht das echt nicht so cool aus. Und diese beiden Falltüren quasi, die machen da echt schon einiges aus. Finde ich persönlich zumindest. Und bevor wir jetzt zum letzten Design kommen, da haben wir nämlich auch nochmal zwei coole Ideen. Würde ich sagen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt ein Hashtag Bett in die Kommentare. Und dann zeige ich euch jetzt auch das letzte Design. Und zwar benutzen wir hier mal so eine gemusterte Decke. Und zwar haben wir hier jetzt keine Wollblöcke oder sowas, sondern das sind rote Pilzblöcke quasi. Also von dem Fruchtkörper oben von den Pilzen, die kann man ja abbauen. Und da haben wir dann hier so eine gemusterte Decke, das ist auch ziemlich cool. Und ich denke, man kann alle möglichen Blöcke benutzen, um halt irgendwelche Muster zu machen. Also es gibt zum Beispiel auch diese Terrakotta-Blöcke. Ich weiß gar nicht, sind die hier? Nee, ich glaube, hier sind die. Die könnte man halt auch perfekt für irgendeine
dekorierte Decke benutzen quasi. Dass man dann hier irgendwie so ein Muster daraus macht und das dann als Decke benutzt, weil die meisten Deck- oder Deckenbezüge und Bettbezüge sind ja irgendwie gemustert. Und das kann man auf jeden Fall ziemlich cool auch machen. Und was dann hier noch cool ist, sind die Knöpfe, die man hier auf den Ecken quasi hat, weil die meisten alten Betten und sowas, die haben ja irgendwelche so runde Dinger an den Enden quasi. Und die kann man halt relativ gut mit den Knöpfen noch nachbauen. Und ansonsten war's das eigentlich. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und da ist vielleicht ein Bett bei, was ihr auch irgendwie nachbauen könnt in eurer Welt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao.